Heute haben wir vom VDMK symbolisch ein erstes iPad überreicht bekommen. Und dieses Pad ist Teil einer Digitaloffensive, so wird es genannt. Und hinter dieser verbirgt sich, dass wir eine unglaubliche Menge von Equipment aus EU-Mitteln hier an das Haus bekommen, mit dem wir in Zukunft ganz andere Möglichkeiten haben, einen zeitgemäßen Unterricht zu machen. Sowohl, wenn es um die Umsetzung von traditionellen Unterrichtsmethoden geht, sprich eine Lehrkraft führt ein Instrument vor, ein Schüler, eine Schülerin übt ein Instrument, aber auch in ganz modernen Unterrichtsformen, in denen sehr viel mit digitalen Mitteln, mit Apps, mit Social Media und so weiter gearbeitet wird. Es ist natürlich ganz wichtig, die Musikschulen digital auszustatten, denn die Nutzerinnen und Nutzer, also die Kinder und Jugendlichen, leben in einer digitalen Welt. Und sie dort abzuholen, wo sie sind, ist für die Musikschulen ganz essentiell, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auch künstlerisch und kreativ mit digitalen Medien auseinanderzusetzen und auszudrücken, ist das, was eben auch die Musikschule in ihr Portfolio aufnehmen will.